Auf jeden Fall haben die Maya praktisch das zusammengetragen, zusammengebaut und eben in diese Form gebracht, dass man das als Kalender benutzen kann und einfach jeden Tag sozusagen wissen kann, was ist heute die Qualität der Zeit irgendwie. Also ich persönlich, ich habe echt ein paar Jahre gebraucht, das überhaupt zu begreifen mit der Idee, dass Zeit irgendeine Qualität hat, so, aber eigentlich ist das völlig klar und auch völlig offensichtlich, weil ja jetzt zum Beispiel die Qualität von Sommer ist ja irgendwie warm und luftig und irgendwie Leben und so, während die Qualität von Winter jetzt vielleicht echt Ruhe und Innehalten ist. Also so, das ist so gemeint mit Qualität von Zeit ungefähr. Und naja, da die halt eben ziemlich komplex ist, tut der Maya das, die Maya kann das auch ziemlich komplex aufschlüsseln, je nachdem, wie weit man sozusagen gehen will. Und das Interessante ist halt, dass der Maya-Kalender im Sommer praktisch aufhört. Also das neue Maya-Jahr fängt immer am 26. Juli an und hört am 24. auf. Der Tag dazwischen, der 25., das ist ein Tag, der wird als außerhalb der Zeit betitelt und nennt sich Grüner Tag. Der hat irgendwie eher eine persönliche Relevanz, sagen wir mal so. Und Den gibt es auch im Keltischen und das heißt ja, der genau. Mistel-Tag. Also die Das Maya-Jahr, das hört halt deswegen im Sommer auf, weil im Sommer in dieser Zeit, Ende Juli, da sind die sogenannten Hundstage. Das bezieht sich auf Sirius und hat irgendwas mit Astronomie zu tun, was jetzt, denke ich, nie ganz so wichtig ist. Auf jeden Fall haben viele andere Kulturen, jetzt eben zum Beispiel die Kelten oder irgendwelche anderen eingeborenen Völker, sage ich mal, früher auch das schon erkannt, dass die Zeit eigentlich so rumläuft. Und wenn man nach dem Mond geht, gibt es ja auch eben nie 12 Monde, sondern 13 Monde in einem Jahr. Und dieser moderne Maya-Kalender, sage ich mal so, der jetzt hier abgedruckt ist, den man so hauptsächlich benutzt, ist praktisch eine Kombination von diesem reinen Maya-Kalender und dem keltischen Mondekalender, dass man einfach halt auch verschiedene Quellen halt zusammen hat. So, und jetzt nie als nächstes wird man dann vielleicht mal erklären, was jetzt die 13 Töne sind und was die 20 Zeichen sind. Darf ich wissen, wie stark das mit den 26.000 Jahren Nee, erklären? klar. Nee. Also wenn es jetzt Okay. erstmal im Allgemeinen ungefähr verstanden ist, was das jetzt soll, was das ist. Du hast was gesagt, dass die ihren Kalender nach der Sonne ausrichten, ne? Nach Mond. Nee, so, nach Mond. Aber ihre Religion der Mayas und der Inkas und so war doch mit ihren Pyramiden eigentlich immer nach der Sonne ausgerichtet, wie bei den Also Ägyptern, wir hatten ne? auch einen Sonnenkalender, aber der bezieht sich halt eher auf das materielle Leben, also auf Ackerbau, auf also das ist halt eine Kombination von diesen 260-Tage-Kalender und diesen 365 oder 64 Tage, nee, Nee, 365. weil, also meine Frage ist jetzt nur folgende, weil ja alle Völker der Erde bis jetzt immer beobachtet haben, dass die Erde gerade mal 365 Tage und ein Viertel braucht, um sich um die Sonne zu drehen. Das haben die ja auch gewusst. Und danach haben die ja auch ihre Tempel ausgerichtet oder ihren Kult ausgerichtet. Und ihr sagt eben jetzt Mondkalender mit 260 Tagen. Warum? Einfach nur ganz kurz, die Sonne ist ohne Zweifel die größte Kraft, der größte Antrieb, unser Lichtspender, was auch immer. Also klar ist alles nach der Sonne ausgerichtet, weil von der Sonne das Leben kommt. Aber die Berechnung und die energetische Berechnung ist halt, also die ist nie vom Mond abhängig oder so, die ist halt. Ich finde, das ist unendliche All die größte Kraft. Aber davon können wir menschliche Berechnungen nicht so viel wahrnehmen. Wir sind wir uns vielleicht nicht so bewusst darüber. Also du wirst jetzt, denke ich mal, in der normalen Literatur über die Mayas und deren Kultur nichts über diesen Kalender finden. Das ist eher so wie, zu der Zeit war das eher so wie Geheimwissen. Wie ist denn dieser Kalender überliefert worden? In Steinen oder in Schriften oder? In Büchern, ja. Bücher, die halt überliefert sind. Das also, haben die guck mal, die Konquistatoren haben das beschlagnahmt und haben guck das mal, dann später die haben diese Steinkreise entdeckt und erkannt, dass die so ineinander rollen. Siehst du das? Ja? Und dadurch haben die das. Also Hallo, der wurde erst miteinander. in, Hallo, der wurde erst in den 80ern wirklich verstanden. Das hat eben lange gedauert, weil die halt eben auch ziemlich, ich glaube, fünf oder so verschiedene Kalender haben, die alle völlig verschiedene Sachen irgendwie aufzeigen. Und der hier ist halt Tolkien. Und dann gibt es noch den Hab und noch irgendwie ein paar andere.
Aber der ist halt eben der Relevante, wenn man sich jetzt um Bewusstseinsdinge kümmert, weil der sich halt eben um die energetischen Qualitäten dieser ganzen Sache kümmert, während die anderen Kalender, ja. Und in der Summe, was enthüllt dieser Kalender jetzt? Was sagt der uns? Der gibt dir einfach den Schlüssel an die Hand, zu schauen und zu gucken, was passiert dir jeden Tag, was hat das für eine Bedeutung? Was für eine Tagesenergie herrscht, was davor herrscht, was an dem Tag passieren könnte, wie es den Leuten geht, ob das jetzt... Also zum Beispiel ist jetzt gerade eine Hundwelle. Hund steht für Loyalität, Herzenskräfte und alles, was halt in dieser Welle, die Welle geht immer 13 Tage, passiert, ist halt auf dieses Thema gerichtet. Also wenn du Energie in irgendwas reinsteckst, dann zählt halt nur der Hintergrund aus, du diesen, also, boah, zu dem Mund. Also das Thema spielt halt überall mit rein einfach, von der Welle, die gerade vorherrscht. Und wie kommt diese Welle zustande? Diese Welle, sollen wir das mal näher klären? Nee, deswegen war also ich in diesen gefragt. 260, achso, ich dachte, du wolltest, warte mal ganz kurz, ich dachte, du wolltest das eigentlich anfangen, das heißt nicht, wenn man das nicht nur, ich wollte ja eben vorher bloß... Er hatte ja halt hier noch eine Frage. Deswegen, ich war gerade so irritiert, dass wir das noch nicht erklärt haben. Nö, das gehen wir dann als nächstes dann. Okay. Na, da beantwortest du das noch kurz. Also diese 260 Tage sind halt unterteilt in 20 Wellen, je 13 Tage. Die halt, also im Prinzip steht unter jedem, also eine Welle für jedes Zeichen hoch. Und diesen mach du mal kurz. Das steht alles in dem Maya-Kalender drin. Ja, ja. Meine Frage war jetzt einfach nur die, wie ist das überliefert worden? Wie haben wir Menschen heute Zugang zu diesem Maya-Wissen? Was sind das für Schriften? Oder wer hat das alles aufgeschrieben? Also dieser José Argüelles und der Johann Kössner haben sich ungefähr Anfang der 90er hingesetzt und angefangen, das zu begreifen und erkannt, dass es da eben um energetische, spirituelle Inhalte geht, was jetzt die Wissenschaftler so nie verstanden haben. Und haben dann eben angefangen, das Stück für Stück zu entschlüsseln. Das gibt Schriften darüber, wo das ganz genau steht, wie das passiert ist und was. Das interessiert mich persönlich überhaupt nicht. Da kann ich dir jetzt nie viel zu sagen, dann kann ich dir bloß sagen, wo du das nachlesen kannst. Was ich halt eigentlich ganz kurz vorher... Weil es ist doch ziemlich komplex. ...noch dazu sagen wollte, ist, dass wir halt nicht kein Interesse daran haben, irgendwie ein übelstes Wissen zu überliefern oder so, sondern eigentlich halt eher unsere Sicht auf das Ganze. Komm raus. Na? Komm raus damit. Schon. Geht's locker, locker, locker vom Hocker. Komm. Also einfach nur unsere Sicht auf das Ganze. Und für mich steht das halt nie in Frage oder ich frage mich halt auch nie, woher das kommt, wann das genau entdeckt wurde, wer das genau entdeckt hat. Hi. Ich weiß halt, wenn ich das lese, ob das für mich stimmt oder nie und danach gehe ich. Also mich interessieren halt diese Hintergründe nie wirklich. Mach mal einen Sound. Ja, bloß, wenn du dich auf einen Maya-Kalender berufst und deren altes Wissen und ihre Weisheit und so, das finde ich alles okay. Aber warum frage ich mich dann nicht, wo genau die Wurzeln und die Ursachen dessen liegen? Wenn mir irgendjemand irgendwas erzählt, was er denkt über wie die Welt aussieht, dann frage ich ihn auch nie ganz genau, wo er das her hat oder wieso das Ganze, dann weiß ich einfach, wenn ich das höre, ob das für mich stimmt, ob ich das für mich auch als Wahrheit annehmen kann. Also ich würde auch im Zuge des Vortrags das jetzt erstmal ein bisschen zurückstellen und erstmal halt auf den Inhalt erstmal eingehen. Ich guck dir mal was aus dem Internet aus, da hast du Fakten. Okay, Party. Wir sind auch dafür, dass wir etwas schlecht vorbereiten. Ja, ne? Mach's einfach weiter, lass mich mal auch sagen. Hier, ich gebe das mal noch weiter. Wir haben fast alle nicht das erste Mal davon gehört. Ja. Was ich halt jetzt kurz ausführen wollte, ist erstmal, was wir wohl vergessen haben, halt, dass diese 260 Tage, also dieses Jahres halt in 20 Wellen, hier 13 Tage unterteilt sind, in so einer Welle. Also diese 13 Töne haben halt eine bestimmte Qualität und diese Welle geht halt unter dem Hoch von 1 bis 3. Hallo. Oh Gott, nee. Ich muss mir die Lautklappe haben, es kotzt mich an. Soll ich kurz woanders anfangen? Ja. Ich muss nur noch das Zweite. Okay. Entschuldigung.